vor allem die Autonomie. Also die Autonomie steht für mich ganz am Anfang und war wahrscheinlich auch der größte Treiber, um diesen Job zu ergattern, um diesen Job zu bekommen, um hierhin zu gelangen. Also ich bestimme, welche Lernziele ich meinen Studierenden setze. Ich bestimme, wie wir gemeinsam dorthin kommen. Ich bestimme, womit ich mich in der Forschung beschäftige. Das heißt, ich setze meine Projekte, ich setze meine Themen. Und diese Freiheit ist, glaube ich, ja, das höchste Ausmaß an Freiheit, was ich bekommen konnte. Und damit bin ich extrem glücklich. Gleichzeitig hatte ich wahnsinnig viel Spaß an der Praxis, sodass ich diesen Weg gegangen bin und dann irgendwann nach Jahren aber gemerkt habe, dass für mich die Kombination von Praxis, Nähe und Wissenschaft an der HAW-Professur oder hier an der HWR eben möglich ist und eigentlich für mich die perfekte Kombination darstellt. Es geht sehr aktiv zu, die Studierenden sind motiviert und zeigen das auch, ich spüre das. Und dann entstehen so Momente, in denen, wenn es sehr gut läuft, ich das Gefühl habe, dass eben Wissen wirklich vermittelt wird, dass vielleicht auch Diskussionen in Arbeitsgruppen untereinander entstehen. Und das sind auch Glücksmomente, in denen ich eben vieles von dem oder vielleicht sogar alles von dem zurückbekomme, was ich an Arbeit vielleicht in diese Lehrveranstaltung gesteckt habe. Wer eben diesen Kontakt mit Studierenden schätzt, wer gerne Wissen vermittelt und gleichzeitig aber auch eigene Forschungsthemen hat und diese Forschungsthemen vorantreiben möchte, eben also leidenschaftlich vorantreiben möchte, dem kann ich oder der kann ich diesen Weg zur HAW nur von Herzen empfehlen. Wenn man beispielsweise dann eingeladen wird, die Probelehrveranstaltung zu halten, dann ist das meistens mit einer 3- oder 4-Wochen Frist verbunden. Und in diesen 3, 4 Wochen würde ich empfehlen, diese Lehrveranstaltung natürlich auch immer wieder zu proben, Freunde zu verpflichten, sich die anzuhören, zu kritisieren und wieder zu verbessern. Denn letztlich kommt es natürlich darauf an, dass man sich an dem Tag dann möglichst wohl mit dieser Veranstaltung, die man hält, fühlt.